ein ganz kurzes Video. Ich hatte am Ostermontag Geburtstag und habe jetzt am letzten Wochenende mit Freunden zusammen gefeiert und ich boxe jetzt kurz ein Mini-Video mit euch aus. Ich habe nämlich unter anderem wieder eine Popfigur geschenkt bekommen, Son Gohan. Ein paar andere Sachen, aber die sind jetzt nicht Teil von diesem Video. Hier geht es wirklich jetzt nur um diese Dragon Ball Z-Figur. Es ist die 106 Son Gohan von der Reihe 106 Gohan, 107 Trunks, 110 Krillin und 111 Majin Buu. Das ist die Reihe. Und jetzt packe ich den Knaben einmal aus. Ich habe ja Trunks und Bulma aus, also Bulma aus Dragon Ball Normal ohne Set. Und da kann er sich jetzt zustellen. Die letzten Figuren von Funko Pop sind ja von Overwatch gewesen. Und jetzt kommt der kleine Gohan. Was ultra süß ist. Ach, das ist ja mein Schwänzchen. Also ultra süß finde ich natürlich den Dragon Ball hier. Ich zeige ihn euch mal. Ich drehe ihn. Und da ist das Schwänzchen hier. Tschück. Der steht auch stabil, der hat keine Nüpsel. Beim letzten, ich glaube, Widowmaker habe ich ausgepackt. Die habe ich dann aufgestellt und dann ist sie immer umgekippt wegen ihrem langen Zopf. Da habe ich geguckt, unten unter den Füßen hat die noch so einen Nüpsel zum Reinmachen. Da musste ich nochmal im Müll in diesen Plastikdings gucken. Da war die Unterlegscheibe noch drin. So, da war nur im gelben Sack oben auflag. Das aber trotzdem gut, dass ich das gemerkt habe, weil die immer nach innen gekippt ist. Er selber steht. Ja, der Schwanz stützt ihn ein bisschen ab. Und er steht. So, dann kurzes Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!